Herzlich willkommen hier zu einem neuen Basketball-Video. Die NBA-Saison startet wieder. Heute Nacht geht's los und wir schauen jetzt auf die Spiele von Freitag auf Samstag. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, jetzt ist es wirklich ein paar Monate her. Bevor wir uns die Spiele anschauen, hier noch der Kurzablauf. Ich werde jetzt nicht großartig darauf eingehen, wie die Bubble aufgebaut ist, sondern mir einfach die Spiele anschauen. Zwei Ankündigungen vorweg. Wir machen am Dienstag den ersten NBA-Livestream hier, also eher so ein Live-Ticker. Wer Lust hat, ich würde mich freuen, wenn da ein paar Leute zuschauen, auch sich mit wahrscheinlich Radek und meinerseits natürlich austauschen über das Spiel der Dallas Mavericks bei den Sacramento Kings, beziehungsweise es findet ja alles in Orlando statt, gibt ja keine Heim- und Auswärtsspiele. Genauso wie im Fußball wird es so ein bisschen eine Wundertüte und was will man machen? Auf jeden Fall schauen wir uns einmal an zur Erinnerung die Tabelle. Die Milwaukee Bucks führen im Osten ganz mit gutem Vorsprung vor den Raptors, Celtics, Heat, Pacers und 76ers. Alle sind schon in den Playoffs sicher dabei. Ich denke, bei den Platzierungen wird sich noch was tun. Indiana ist ja jetzt ordentlich dezimiert. Da geht es sicherlich nicht mehr nach oben, eher nach unten auf Rang 6. Und die Magic sollten noch die Nets, mit denen sie eh gleich auf sind, überholen. Wizards sind eher so zum Spaß dabei. Da sehe ich eigentlich keine großartigen Chancen mehr. Auf der anderen Seite im Westen sind ja noch einige Teams dabei, die Chancen auf einen Playoffs-Platz haben. Das fängt an bei den Phoenix Suns, Spurs, Kings, Pelicans, Blazers und den besten Ausgangspunkt derzeit die Grizzlies, die 3 Siege immerhin Vorsprung haben auf Portland. Dallas noch nicht sicher dabei, da fehlt noch ein Sieg, den holen sie bestimmt, aber die können auch genauso gut noch auf Rang 2, 3 oder so vorkommen. Lakers, Clippers, Nuggets an 1, 2 und 3. Generell ist ja das Seeding-Spiel nicht mehr jetzt so spannend, denn alle Spiele sind in Orlando. In dem Sinne gibt es kein Heim- oder Vorteil oder Nachteil, spielen also die Platzierungen nicht mehr so die Rolle, wie vielleicht sonst es immer der Fall ist. Wir gucken auch noch mal kurz, wie wir in der Saison von den Tipps bisher abgeschnitten haben. 69 waren es bisher, 69 Tipps, davon 42 getroffen zu einer durchschnittlichen Quote von 1,8. Einheiten sind beim Plus mit 8,17 und ja, der Yield mit 12,4 von den YouTube-Tipps eigentlich ganz cool. Wir schauen jetzt zu Brooklyn gegen Orlando. Wenn ein Team Heimrecht hat, dann ja offensichtlich die Magic, aber Fans werden trotzdem nicht zugelassen. Magic im Vergleich zum letzten Jahr relativ enttäuschend, also es gab jetzt keine positive Weiterentwicklung leider, aber Brooklyn viel aufgefallen, viel Trubel gab es, Trainerwechsel, unzufriedene Spieler, verletzte Spieler, was abzusehen war und letztendlich Kyrie Irving mit vielen News eher negativ behaftet in der Presse. Er wird jetzt auch nicht dabei sein, genauso nicht wie DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie. Dafür ist jetzt Jamal Crawford doch nochmal in die NBA gekommen, der Uralt-Veteran. Über 40 ist er ja schon alt. Man erinnert sich, im letzten Spiel von Dirk Nowitzki, im letzten Heimspiel, hat er auch nochmal so über 40 Punkte erzielt. Ganz cooler Spieler. Hat man eigentlich Anfang der Saison erwartet, dass er bei einem Contender vielleicht irgendwo nochmal unterschreibt, um von der Bank zu kommen. Jetzt hat er es zumindest bei den Nets nochmal reingeschafft und wird sicherlich noch ein paar Punkte erzielen. Aber diese New Brooklyn Nets, von denen braucht man sich, glaube ich, nicht fürchten. Erst recht nicht als Orlando. Das letzte Spiel knapp gewonnen am 25. Februar, 7. Januar. Dann schon etwas deutlicher. Aber das zählt alles nicht. Blick auf die Standings ist insofern interessant, dass es in der Theorie bei dem Spiel noch um was geht. Aber ich glaube, beide Teams werden in der ersten Runde ausfallen. Washington, die kommen sowieso nicht mehr in die Playoffs. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber Milwaukee ist, glaube ich, das Team, gegen das definitiv keiner von den unteren einen Stich hat. Gegen Toronto oder Boston, da ist bestimmt was möglich. Ich sehe hier einen deutlichen Sieg der Orlando Magic. Wir haben ganz, ganz viele neue Gesichter bei Brooklyn. Die müssen sich auch erstmal einspielen. Deshalb lasst uns hier einmal auf die Asian Handicaps schauen.
Die Line ist bei minus 6,5 ungefähr, minus 7 auf Magic und ich denke, das kann man schon mitnehmen. Auch ein Sieg der Magic ist außer Frage. Die 1,8 ist eigentlich geschenkt. Darauf einen kleinen Schluck. Also merken wir uns mal, Magic minus 7 finde ich nicht uninteressant. Bezüglich der Punkte over-under bin ich jetzt persönlich etwas skeptisch. Ich meine, wir kennen alle die Rassenunruhen in den USA und die NBA wird da definitiv ein Statement setzen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht die Teams erstmal keine Punkte machen, vielleicht nur den Ball sich gegenseitig zupassen. Vielleicht wird sowas auch nicht passieren. Vielleicht wird es aber wirklich irgend so ein krasses Statement. Das ist nur was ich im Hinterkopf habe. Tragisches Unglück von Kobe Bryant, wo er auch jetzt nicht auf das ganze Spiel gesehen irgendwie nicht gespielt worden ist, aber zumindest die ersten 23 oder die erste Shot Clock beide Teams erstmal haben ablaufen lassen. Möchte jetzt nicht das miteinander vergleichen oder großartig thematisieren, aber das könnte ein Punkt sein, weswegen weniger Punkte fallen. Ein spannenderes Spiel haben wir definitiv bei Portland gegen Memphis. Portland, auch eine der Teams, die unglaublich enttäuscht hat, mich zumindest, denn ich habe sie definitiv noch einen Schritt weiter gesehen als im letzten Jahr, zumindest von der Formkurve. In den Playoffs ist ja letztendlich alles möglich. Aber wir sehen hier auch auf dem Ranking nochmal, dass sie auf Platz 9 sind, also dem besten Verfolgerspot, aber 3 Siege weniger haben als die Memphis Grizzlies, die aufgrund der Homogenität und vor allem der starken Leistung des Rookies, Jay Morant, eine tolle, tolle Saison spielen und auch aus meiner Sicht einen Playoff-Spot wirklich verdient hätten. Trotzdem ist Portland Portland. Nurkic ist zurück, aber auch ein Damian Lillard hat ja gesagt, er will eigentlich nur richtig spielen, wenn es noch um was geht. Also ich bin mir unsicher, ich würde hier tatsächlich Memphis favorisieren. Ich glaube, dass auch jetzt nach dem 3-4 Monate Pause Jugend eine größere Rolle spielt als Erfahrung. Einfach, weil die jüngeren Spieler, Menschen vielleicht dann doch schneller dabei sind, in den Wettbewerbsrhythmus zu kommen. Da bin ich gerade gespannt, bei einem LeBron James wird er sofort beim Spiel 1 seine Bombenform wieder haben oder dauert es wieder ein paar Wochen. James als Beispiel ist ja doch ein Spieler, der immer stärker wird im Laufe der Saison. Und jetzt mit 3-4 Monate Pause in seinem Alter, finde ich schwierig, ich bin ja ungefähr gleich alt, keine Ahnung, ob ich das könnte. Auf der anderen Seite verdient er natürlich ein paar hundert Millionen dafür, dass er genau in Form bleibt. Also ganz klar, finde ich aber eine Wette auf Memphis interessant, deshalb schauen wir uns jetzt auch nochmal die Handicaps an. Denn Memphis gilt ja hier offensichtlich als Außenseiter und wenn wir jetzt die Line hier bei 2,5 Punkten nehmen, bei 3 Punkten ungefähr. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass jetzt vor Spielbeginn noch die Quoten auf Portland niedriger steigen, weil sie doch den stärkeren Namen haben. Favorisiere aber tatsächlich eine plus 3, plus 2,5 auf die Grizzlies. Mal schauen, ob wir uns da auch zu einer Wette hinreißen lassen können. Die Wizards gegen die Suns. Hier haben wir von der Tabellenkonstellation die beiden schwächsten Teams im Westen und Osten. Immerhin sind die Wizards, obwohl ich sie am Anfang der Saison ganz, ganz unten gesehen habe, auf Platz 9, sodass sie noch nach Orlando fahren durften. Aber sie sind jetzt hier auch eher so Statist. Vielleicht für den einen oder anderen Spieler nochmal eine gute Chance, sich zu zeigen, für einen Vertrag zu empfehlen. Phoenix, wie immer, eigentlich eine Enttäuschung. Dass sie noch immer dabei sind, ist ganz cool, aber der Kader von den Namen ist eigentlich seit jeher besser als die Leistung und von daher glaube ich, dass da auch relativ schnell Feierabend ist und die jetzt nicht noch eine Siegesserie da von 6, 7, 8 Spielen hinlegen werden. Also gegen die Wizards
wird das mit Sicherheit ein Sieg sein. Aber ja, die sieht ihr hier von den Quoten 1,38 auf Magic, 1,39 auf Suns. Also das heißt, die Line wird auch so ungefähr bei minus 7 sein. Kann man sich auch überlegen. Diese Spiele alle zu guter deutscher Zeit, 20.30 Uhr geht es morgen los am Freitag. Überhaupt jeden Tag geht es um 19 oder 20 oder 21.30 Uhr für uns los. Finde ich eine coole Sache eigentlich, die NBA jetzt noch und Basketball den europäischen Fans zu servieren. Das ist, wenn überhaupt, eins der wirklich positiven Sachen. Trotzdem hätte man, glaube ich, lieber alle eine normale Saison zu Ende erlebt. In der Nacht geht es dann weiter mit den Bucks gegen die Celtics. Hier bin ich sehr, sehr gespannt. Für Milwaukee ist mit Sicherheit die Auszeit für Giannis Antetokounmpo nicht das Allerverkehrteste. Er hatte am Ende doch ein paar Wehwehchen. Aber trotzdem muss man sagen, dass die Bucks bis auf hier die letzten fünf Spiele eine sehr, sehr, sehr starke Saison gespielt haben und einen sehr, sehr, sehr tiefen Kader gehabt haben. Was positiv ist für beide Mannschaften, kein Spieler hat zurückgezogen. Da hat es ja auch im Vorfeld Leute gegeben, die gesagt haben, sie spielen auf keinen Fall. Dann kommen sie auf einmal doch, wie ein Dwight Howard bei den Lakers. Andere haben es durchgezogen, wie Avery Bradley bei den Lakers. Aber die meisten verzichten dann letztendlich doch nicht auf das Geld. Aber hier beide Teams wirklich, wirklich mit vollen Kräften am Start. Bei Boston wird es dann letztendlich so sein, dass Kemba Walker jetzt zum ersten Mal vielleicht wieder fit ist. Und das freut mich sehr, denn es ist ein Spieler, der mir sehr, sehr viel Spaß macht und an dem die Celtics auch noch lange Freude haben werden. Im Head-to-Head-Vergleich schauen wir mal. Hier Milwaukee 1 gewonnen und das andere Spiel hat Boston gewonnen. Also 1:1 im Head-to-Head-Vergleich. Für mich, habe ich ja gerade gesagt, könnte Jugend jetzt wichtiger als Erfahrung, als Playoff-Erfahrung sein. Wir haben keine Fans oder zumindest nur Bildschirmfans, die ein bisschen komisch aussehen. Wir haben keine Atmosphäre, elektrisierende Atmosphären wie im Staples Center, wie im Garden in Boston. Das heißt, ich glaube wirklich, dass wir eine Chance haben, ein neues Spitzenteam oder neues Team an der Meisterschaft zu haben. Und da sind die Boston Celtics aus meiner Sicht auch prädestiniert dafür, den Osten zu gewinnen. Hier im ersten Spiel gegen die Bucks, das wird wahrscheinlich auch erstmal aus dem Rost raus sein. Aber auf dieses Spiel würde ich fast wetten, dass wir im Finale wieder drüber reden werden im Eastern Conference Final. Es sei denn, die Toronto Raptors oder 76ers wollen das nicht. Spurs gegen Kings. Hier haben wir zwei Teams. Die Wette übrigens, Bucks Celtics, da würde ich jetzt Abstand nehmen. Eher auf die Celtics setzen, aber Finger weg aus Wettsicht. Und Over-Under-Punkte lassen wir sowieso. Ich merke auch, bei mir rostet es ein bisschen. Lange Pause. Und ja. Sorry dafür, auch ein Schluck. Ich hoffe trotzdem, wir sehen uns am Dienstag und lesen uns und unterhalten uns ein bisschen. Spurs Kings, weiter geht's. Hier haben wir zwei Teams, die auch von der Konstellation nicht unterschiedlicher sein könnten. Spurs mit einigen Veteranen, die Kings mit viel Jugendlichkeit, die in der Zwischenzeit auch wieder leider abgefallen sind, waren ja lange Zeit auf Playoff-Kurs. Dann lief es nicht mehr so, in den letzten 10 Spielen dann wieder besser. Nichtsdestotrotz Platz 11 vom Kader her, aus meiner Sicht stärker als New Orleans. Relativ gleich auf mit Portland, so wie dieses Jahr gespielt haben. Aber dann doch 4 Niederlagen oder 4 Siege hinter Memphis. Wird schwierig. Und dafür ist ein Sieg Pflicht gegen San Antonio. Den sehe ich auch hier, denn auch hier wieder Jugend über Erfahrung und DeRozan und Aldridge sehe ich jetzt nicht, dass die gegen Fox und Yield mithalten können. Der Marvin Bagley, der Dritte, der Rookie oder Ex-Rookie der Kings, der ja Luka Doncic vorgezogen wurde, wird leider verletzt nicht dabei sein.
trotzdem hier Sieg der Kings, der einfache Sieg mit der 1,74 wird eingetütet. Schauen wir uns aber noch an. Und zu guter Letzt die Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets. Hier ist Doncic hat schon wieder Spaß auf dem Feld. Das hat man bei den 2-3 Scrimmage-Spielen gesehen. Hat mir auch wirklich getaugt. Porzingis sieht fit aus. Ich glaube, auch nach so einer ewig langen Verletzung hat er schon eine tolle, tolle Saison gespielt und konnte sich jetzt auch nochmal auskurieren. Ich glaube, da mit diesem Team ist zu rechnen. Sie haben Maxi Kleber, sie haben Dorian Finney-Smith. Das sind alles, das könnte Jugend plus Teamgefüge könnte ausschlaggebend sein, dass Dallas zu großen dieses Jahr noch bestimmt ist. Noch dazu sind sie ja echt ein schwächeres Heimteam als die anderen Top-Mannschaften. Sie holen viele Siege auswärts. Dieser Vor- oder Nachteil wird jetzt auch kompensiert werden durch Orlando. Leider müssen sie auf Jalen Brunson verzichten. Das heißt, ihm fehlt so ein bisschen der Point Guard in der zweiten Reihe. Aber mal gucken, ob JJ Barea nochmal auflegt. Mit Wright haben sie ja auch einen ganz guten, der lieber Shooting Guard spielt als Point Guard. Aber ich glaube, da geht was. Und die ersten, die das zu spüren bekommen, sind die Houston Rockets, die auch relativ verstreut erst in Orlando angekommen sind. Westbrook und Harden später als das Team. Ob das jetzt Quarantänevorschriften sind oder andere Gründe hat, das spielt jetzt erstmal für mich keine Rolle. Ich finde es insgesamt nicht so sexy, da nicht als Team anzureisen. Beide Teams gleich auf. Beide Teams werden hoffen, dass sie noch hier auf Platz 4, 5, 6 kommen, denn damit würde man den beiden LA-Mannschaften aus dem Weg gehen, was, glaube ich, Hauptziel sein dürfte. Also, hier sehe ich ganz klar die Mavs im Vorteil und bei einer 1,89 schauen wir mal ganz kurz das Handicap an. So, die Line dementsprechend auch bei 1,5 oder 2,1, je nach Wettanbieter. Also hier ganz klar Sieg der Mavericks. Die sahen schon während der ganzen Saison als Team aus und ich glaube, das wird jetzt mehr als ausschlaggebend sein. Und ein James Harden, ein Russell Westbrook, ich glaube, dass die erst wirklich zu den Playoffs dann eine Schippe drauflegen und jetzt vielleicht sogar noch mehr als andere Teams auf die Black Lives Matter aufmerksam machen, da sie ja doch zwei wirklich Superstars in der Liga sind und auch noch schwarz. Das heißt, das kommt auch noch hinzu, ist auch aus meiner Sicht richtig so. Von daher nochmal ein Überblick auf die Spiele von Freitag auf Samstag. Wir haben die Brooklyn Nets gegen die Orlando Magic. Hier haben wir zwei Tipps, entweder Magic minus 7 oder ein klarer Sieg der Magic, und zwar in Kombination mit den Phoenix Suns. Das ist hier auch die Wette, die mir mehr gefällt. Da haben wir eine knappe Zweierquote, relativ sexy dafür, dass ich beide deutlich im Voraus sehe. Und eine minus 7 bei beiden doch für das erste Spiel eine Hausnummer ist. Bei den Memphis Grizzlies gegen die Portland Trailblazers, da gehen wir auf Jugend, Grizzlies plus 3, schreibt mir das hier nebenbei auch auf, für eine Quote von 1,8. Boston Celtics gegen die Milwaukee Bucks, davon lassen wir die Finger weg und freuen uns vielleicht auf ein schönes Spiel. Bei den Spurs gegen die Kings wird Wette Nummer 3 folgen, ein Sieg auf die Kings, da reicht mir die Quote von 1,74 auch. Und Mavericks gegen Rockets, auch wieder Jugend schlägt Superstar-Erfahrung. Hier nehmen wir die 1,89 auf Dallas mit. Damit war es das wieder. Schön, dass ihr auch hier zugeschaut habt. Ich freue mich, euch nächsten Dienstag zu sehen zum Spiel im Livestream Dallas gegen Sacramento. Und ansonsten sehen wir uns spätestens nächste Woche entweder mit Champions League Fußball oder dem nächsten NBA-Video, das sehr wahrscheinlich am Sonntag in einer Woche folgen wird, abseits vom Livestream. Bis dahin, gute Zeit, schönes Wochenende und
eincremen, es wird heiß dieses Wochenende. Oddspedia, the Sports Betting Community.